Die Spitze im ostbayerischen Fußball ist klein. Kein Wunder also, dass sowohl bei der DJK Filzing als auch beim SV Schalling-Heining Spieler und Verantwortliche mit Gegnervergangenheit unterwegs sind. Bestes Beispiel ist Marco Pledel, der in Schalding nicht so zurechtkam, diese Saison aber mit 4 Toren und 10 Assists voll durchgestartet ist. Dementsprechend gehen seine Filzinger im gewohnten Gelb und Schwarz als Tabellenzweiter hochfavorisiert ins Duell mit den auf Rang 15 stehenden Niederbayern. Und gleich die erste Szene vor knapp 780 Zuschauern unterstrich auch diese Ausgangslage. Da rauscht nach wenigen Sekunden ein gefährlicher Flankenball von besagtem Pledel durch den SVS-Strafraum. Ansonsten hatten die Gäste das Ganze aber defensiv recht schnell im Griff und setzten selbst auch den ein oder anderen Nadelstich. Unter anderem sorgte dieser Freistoß von Fabian Schnabel für etwas erhöhten Puls. In der 13. Minute dann allerdings einer dieser gefürchteten schnörkellosen DJK-Angriffe. Ball raus auf Jim Patrick Müller, rein auf Andreas Jünger, der aus Kurzdistanz allerdings am Max Bönke scheitert. Ganz dicke Hausherrenschots. Bis auf diese Szene hatten die Niederbayern ansonsten aber alles gut im Griff. Doch in der 27. Minute stimmt dann mal die Zuordnung überhaupt nicht. Jünger legt mit der Brust ab für Kapitän Christian Kufner und dann hat Tobias Kordig jede Menge Platz und den weiß er auch zu nutzen. Präziser Abschluss zum 1:0. Diese Effektivität zeichnet eben eine Spitzenmannschaft aus. Auch danach, Filzing optisch überlegen, wurde aber erst in der 40. Minute wieder konkret durch diesen Schuss von Jünger, letztlich aber kein großes Problem für Bönke. Und dann war sie plötzlich da, die Riesen-Konterchance für die Gäste. Jonas Goss setzt sich durch, wartet auf Patrick Trofer, der nach längerer Verletzungspause sein Comeback gab, aber der Offensivmann haut den zugegeben auch holpernden Ball am Kasten vorbei. Mega-Chance kurz vor der Pause zum Ausgleich. Durchgang 2 begann dann allerdings sehr unspektakulär in diesem Ostbayern-Duell und so dauerte es bis zur 55. Minute und diesem Schaldinger Freistoß, ehe was Zeigenswertes passierte. Trofer nimmt den Abpraller direkt, zielt aber knapp drüber. Filzing fehlte dagegen weiter in der ganz große Esprit. Wenn überhaupt mal ein Ball aufs SVS-Gehäuse kam, ja, dann sah das so aus. So um die 70. Minute rum zogen die Gastgeber dann doch noch mal etwas die Zügel an und belohnten sich dann auch in der 72. Minute mit dem vermeintlich vorentscheidenden 2:0. Wieder ist es Kordig, der dann mit einem erneut sehr präzisen Abschluss den Doppelpack schnürt. Im Anschluss lehnten sich die Oberpfälzer aber dann einen Tick zu weit zurück und als dann Nico Ott nach einem Tritt von Franz Wendel zu Fall kommt, gibt's 11 Meter. Schnabel, ja ein sehr sicherer Schütze, mit seinem 7. Saisontor, 4 davon Strafstöße, sorgte nach 80 Minuten doch nochmal für eine spannende Schlussphase. Der hätte Benedikt Fischer 3 Minuten später fast umgehend wieder den Stecker gezogen, die Kugel aber nicht hinter der Linie. Doch in der 87. Minute rollt der nächste Konter. Pledel mit massig Platz auf links, rein auf Andreas Jünger. Und der Ex-Schaldinger knallt den Deckel auf die Partie. Das 3:1 natürlich die endgültige Entscheidung und auch der Schlusspunkt. Ja, letztes Heimspiel im Jahr 2023, glaube ich, war für unseren Verein ein sensationelles Jahr. Jetzt haben wir 47 Punkte, haben wir viel Spektakel daheim abgeliefert. Heute, glaube ich, war es kein Leckerbissen für die Zuschauer. Aber nichtsdestotrotz haben wir 3:1 gewonnen und aus diesem Grund bin ich absolut stolz auf die Mannschaft. Wir haben es in der zweiten Halbzeit versucht, aber auch in meinen Augen nicht mutig genug. Selbst dann, als wir hinten einen weiter nach vorn geschoben haben, haben wir uns selber irgendwie immer die Jungs wieder zurückgeholt, anstatt einfach mutig draufzulaufen. Und darum ist am Ende auch verdient er sich für Filzing. Die DJK Filzing entscheidet nach dem 5:1 Hinspielsieg auch das zweite Ostbayern-Duell klar für sich und rückt wieder bis auf 3 Punkte an Spitzenreiter Würzburg ran. Für den SV Schalling-Heining steht am nächsten Samstag ein echter Kellerknaller gegen den vorletzten Memmingen auf dem Programm.